Was haben wir denn hier? Es ist ein weiteres Siren Head Spiel. Ja, ich meine, davon habe ich schon einige hochgeladen, aber es wird Zeit für mehr. Weil ehrlich gesagt, ich mag Siren Head Spiele. Meistens sind sie halt immer dasselbe und zwar so ein großer, dünner Typ, der extrem lange Beine hat und einen Kopf als Sirene. Oder sind zwei Sirenen oder wie auch immer. Der verfolgt uns. Also es ist wirklich immer dasselbe, also nichts Neues auf jeden Fall. Aber ich meine, dieses ist halt ziemlich populär geworden und naja, deswegen spielen wir es. Und vielleicht ist es ja sogar das beste Siren Head Spiel bis jetzt. Ich weiß ja, dass ich sag gar nicht, was das Beste ist. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Und falls du mich unten kostet abonniert hast, dann während deine Beine nie lang und dünn sein. Ich denke mir das nicht aus. Und bei 1000 Likes in einer Stunde lade ich so schnell wie möglich das nächste Video hoch. Play. Was? Gibt ihr Tage? Ernsthaft? Okay. Das ist ein Intro anscheinend. Okay. Ich höre auf jeden Fall eine Sirene. Und der Boden bebt auf jeden Fall. Ich meine, ich bin kurz davor, das Intro zu skippen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich warte noch kurz, falls irgendwas passieren sollte. Ah, da hinten ist er ja. Oh, da ist er definitiv. Aber das ist Intro, okay. Alles klar, ich bin aufgewacht, also das war nur ein Traum. Wir haben also von Siren Head geträumt. Vielleicht haben wir davor irgendwie was gehört von ihm. Und das sieht. Oh. Alter, sieht das interessant aus. Sieht aus wie ein Handyspiel. Wir können rausschauen, okay. Ich soll zu meinen Eltern gehen und sie aufwecken. Alter, sieht ein bisschen aus wie ein Handyspiel, oder? Das ist echt cool. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Ich kann das Licht an- und ausmachen, wenn ich will, okay. Muss ich sagen, respektiere ich. Na dann soll ich meine Eltern aufwecken, okay. Ich weiß nicht, wo die sind. Haben wir eigentlich kein Licht im Haus oder wieso muss ich eigentlich eine Taschenlampe verwenden? Das interessiert mich gerade. Also, Papierflieger werfen und dann folgt Siren Head dem Papierflieger. Verstehe, weil er nicht weiß, was es ist. Macht aber auch Sinn. Oh, irgendwas stimmt mit dem Haus nicht, wo ich gerade bin. Warte mal, sag mir nicht, dass meine Eltern hier geschlafen haben. Okay, hier haben wir das Badezimmer. Interessant. Ich gehe mal die Treppen runter und schaue mich da kurz um. Oh, aber eigentlich voll gemütlich hier, oder? Kann ich mich hinsetzen? Leider nicht, aber das ist ziemlich gemütlich hier. Ich mag sowas. Auch wenn das so ein Haus ist, was mega schnell in Brand gesetzt wird, weil alles aus Holz besteht und eigentlich braucht das Feuer nur irgendwie auf den Boden zu kommen und schon ist das ganze Haus weg und der Kühlschrank ist offen. Die Milch wird schlecht. Was hat sich meine Mutter nur dabei gedacht? Sie denkt einfach nie nach, wenn es um die Milch geht. Also, ich denke einfach mal, ich soll rausgehen und das ist der Weg. Okay, also das ist mein Haus, in dem ich wohne. Okay, interessant. Ich habe leider keine Papierflieger, die sollte ich mir vielleicht holen, oder? Ich soll meine Eltern im Feld finden. Woher weiß ich aber, dass sie im Feld sind? Jetzt mal ehrlich. Sie können ja wortwörtlich überall sein. Wieso sind sie denn bitte im Feld? Ich meine, ich gehe gerade irgendwo lang. Okay, ich lasse das Licht mal lieber an. Weil, guck mal, wenn ich es nicht ausmache, sehe ich gar nichts mehr. Also, es ist sehr spät anscheinend, weil, naja, es ist halt auch sehr super dunkel. Ich weiß halt nicht, wo Siren Head ist, ehrlich gesagt. Aber ich gehe mal hier lang und suche nach meinen Eltern. Das ist ja mal eine Aufgabe. Was? Oh! Oh mein Gott. Ich hatte keine Papierflieger. Und er hebt mich auf und jetzt isst er mich, oder? Okay, das ist gerade crazy. Aber wieso würden meine Eltern ohne mich gehen? Ich meine, was bilden die sich ein? Okay, alles klar. Ich sollte Papierflieger suchen, oder? Nur, habe ich hier wirklich einfach so zufällig Papierflieger irgendwo liegen? Das macht nämlich irgendwie sogar keinen Sinn, aber kann ich hier auch... Ne, hier kann ich nicht raus, okay. Wow, jetzt höre ich irgendein Radio. Wieso ist hier ein Radio? Was zum Teufel? Okay, warte mal, soll ich da reingehen jetzt schon? Ich meine, das ist doch eine dumme Idee, oder? Hier haben wir ein explosives Fass. Oh mein Gott, eine tote Kuh. Zeig das bitte nicht in Indien, weil da könnte es ein Problem werden. Kühe werden dort nämlich verehrt. Okay, ich habe keine Papierflieger gefunden, was aber okay sein sollte, denke ich. Ich probiere es mal reinzugehen. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht das beste Gefühl der Welt, bin ich jetzt ehrlich. Oh, warte mal, ich kann das Licht ausmachen und sehe trotzdem... Jetzt sehe ich nichts mehr, okay. Ich kann aber nicht ins Gras gehen. Was zum Teufel? Okay, wisst ihr was, wenn ich ihn sehen sollte, werde ich mein Licht ausmachen und gucken, ob er mich dann immer noch findet. Ich hoffe, die Antwort ist nein. Okay, wo ist er hin? Ich meine, ich höre ihn. Ich könnte mich jetzt im Kreis sehen. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Okay, ich mache mal das Licht aus. Okay, ich ducke mich hier. Oh mein Gott, ich hab Schiss. Er kommt in meine Richtung, oder? Verdammt! Okay, er geht da lang, er geht da lang. Oh mein Gott, scheiße. Er hat mich, oder? Oh mein Gott! Ich hätte das Licht einfach nicht anmachen sollen, dann hätte ich nicht gesehen, wie er mich ist. Ich merke, das Spiel wird ein bisschen komplizierter als gedacht. Also, wir haben hier noch eine Garage. Vielleicht finden wir hier Papierflieger. Oh, ein Körper wurde gefunden, sagt er im Radio. Von irgendeiner Matt oder so. Sind hier Papierflieger zufällig? Das ist einfach nur eine leere Hütte. Ach da, wir haben Papierflieger gefunden. Sehr gut. Okay, also das könnte unsere Rettung sein jetzt. Also werde ich dasselbe nochmal tun und wenn er kommt, werfe ich nochmal Papierflieger. Weil anscheinend macht das nicht so wirklich Unterschied, ob ich Licht anhabe oder nicht. Oh, da sind Raben. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Ich werde den Papierflieger werfen und dann werde ich sprinten. Warte mal, hier gibt es mehrere Wege. Hä? Hier weiß ich doch gar nicht. Was ist das hier? Hä? Access denied. Oh mein Gott. Das könnte eine Zeit lang dauern. Achso, wir müssen nach da kommen. Ich sehe es. Verdammt, wer kommt jetzt? Oh, nice. Eins von drei Schlüssel habe ich bekommen. Okay, das sieht immer noch aus wie ein Handyspiel für mich. Da gibt es hier vielleicht noch einen weiteren Papierflieger. Das wäre geil auf jeden Fall. Oh, da hinten ist er, oder? Wo ist er? Hä, die Map ist so wie anders oder bin ich einfach irgendwo anders lang gelaufen? Okay, er ist wo? Oh mein Gott, ich sehe ihn gerade nicht. Ah, da hinten ist er, okay. Ich werde ihn mal im Auge behalten. Er geht gerade in die andere Richtung, was sehr gut ist. Leider muss ich auch in seine Richtung gerade gehen, was nicht die beste Idee ist gerade. Okay, er geht dahin. Ich werfe meinen Papierflieger. Ich werfe ihn. Ich habe ihn doch. Ich habe den Papierflieger geworfen. Wirf ihn. Wirf ihn doch. Oh, was ist jetzt passiert? Also Maustaste. Oder muss den Papierflieger erstmal in die Hand nehmen? Oh, jetzt habe ich mit R geworfen. Ah, oh, warte, da ist er noch. Ah, oh, ne, er fliegt aber weiter, okay. Oh,
Diesmal ist hier Papierflieger. Was zum Teufel? Also die Papierflieger sind immer an der anderen Stelle. Ich habe 2 Papierflieger jetzt. Oh mein Gott. Also wenn ich sie richtig liege, dann weiß ich, wie man sie wirft. Und wenn nicht, dann habe ich die A-Karte. Und dann meine ich die Arschkarte. Aber eine Sache weiß ich jetzt. Und zwar gibt es hier 2 Wege. Einer nach links und einer nach rechts. Ich habe aber... Warte mal, das sieht anders aus jetzt. Hä, das sieht anders aus jetzt. Warte, ich was? There is A in the Aquarium. Ein was? Fisch im Aquarium? Okay, da ist Fisch im Aquarium. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Danke für die Information, wirklich. Das wollte ich schon mal wissen, was in dem Aquarium ist. Kommt er hier lang? Ich hoffe nicht. Okay, ich glaube, wir müssen wieder zurückgehen und dieses Mal hier lang gehen. Okay, gleich kommt er wieder. Das wissen wir beide. Ich hoffe, ich weiß diesmal, wie man diesen verdammten Papierflieger wirft. Oh Gott, ich weiß nicht, wo lang. Okay, jetzt habe ich mich jetzt schon verwirrt. Okay, da, nein, nein, falsche. Oh mein Gott, ja. Sei dumm. Sei dumm. Nein. Er verfolgt den. Oh Gott, er hat den Papierflieger. Alter, netter Hintern. Wow, wie sexy, Alter. Wirklich, du bist so sexy, Sirenhead. Ich habe ihn leider beschissen geworfen, den Papierflieger. Seit wann mag Sirenhead Papierflieger? Also, seit wann ist er so dumm? Hier lang, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Oh mein Gott, ich drehe mich im Kreis, habe ich das Gefühl. Ich drehe mich jetzt wirklich im Kreis, ist ohne Scheiß. Oh mein Gott, er hat mich. Ich werfe meinen Papierflieger nach da. Yes, Dummkopf. Edgy Badgy. Verdammt, ich habe keine Papierflieger mehr. Ich bin so gut wie tot. Und hier ist eine Sackgasse. Was ist hier los? Ich habe eine Sackgasse gefunden. Ich habe keine Papierflieger mehr. Das war's mit mir. Oh! Das war das nicht erwartet. Wieso war da jetzt ein Schwein gerade? Ich gehe hier lang, aber es passiert nicht wirklich viel. Ich meine, ich müsste ja das nächste Puzzle finden, richtig? Oder wenigstens einen Papierflieger, dann würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Oh, warte mal, ich habe da was gefunden. Okay, ich hoffe, hier ist ein Papierflieger, weil wenn nein, dann... Oh, wieder das Spiel. Okay, dann haben wir ein Problem. Okay, das Puzzle ist gelöst. 2 von 3 Schlüsseln. Oh, warte mal, hier ist eine Tür. Geht die Tür dann auf oder wie? Hier ist kein Papierflieger, oder? Oh, no. Bitte sag mir nicht nein. Oh, wieder das Schwein. Alter, was ist mit diesem Schwein los? Ich glaube, ich gehe richtig lang, aber ich habe keinen Papierflieger mehr. Ich wollte so kurz erwähnen. Oh, da ist Sirenhead. Oh Gott, er wird mich töten, wenn ich da lang gehe. Übrigens, das Spiel gibt es tatsächlich auf Handy und auf iOS und Android. Weil, sorry, aber das sieht für mich aus wie ein unnormales Handyspiel. Also, was ist unnormal, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, ich habe da hinten wieder was gefunden. Aber wie komme ich da hin? Verdammt, wie komme ich da hin? Oh, hier ist schon wieder eine Sackgasse. Scheiße. Oh, schon wieder dieses Schwein, Alter. Hör auf damit. Ich habe das Gefühl, das Schwein lockt ihn an. Oh, verdammt. Er hat mich gefunden. Er hat mich gefunden. Oh nein, ich bin tot. Nein! Oh, da warte ich schon 2 Puzzle. Oh, was ist das jetzt hier? Oh mein Gott, ich bin da dabei, das zu machen und dann verfolgt. Ja, genau, ich bin da dabei, dieses Puzzle zu machen und er verfolgt mich. Ist klar. Das Gute ist, die Puzzle sind immer gleich. Also schwer sind sie auf jeden Fall nicht. Oh mein Gott, ich werfe den Papierflieger. Oh, oh mein Gott, war das knapp. Anscheinend gibt es übrigens nur 2 Papierflieger, aber ich habe das erste Puzzle bestanden. Oh nein, jetzt ist er dort. Er birgt sich wieder so sexy. Es ist zu sexy, sorry. Jetzt kommt er trotzdem genau wieder in meine Richtung. Ist klar. Ist klar, Alter. Genau wieder in meine Richtung. Sehr geil. Fisch ist im Aquarium. So, 2 haben wir. Ist hier irgendwo ein Papierflieger oder so? Natürlich ist hier kein Papierflieger. Sehr gut. Weiter so Spiel. Gib mir bloß keine Papierflieger. Wieso auch? Würde mir nur mal weiterhelfen. Nein! Ich bin tot. Ich bin tot. Er kommt hier lang. Weil das Schwein. Das dumme Schwein. Oh nein. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht mal. Da ist ein Haus. Aber da komme ich irgendwie nicht hin. Ach, hier ist ein Tor. Aber kein Papierflieger. Das ist frustrierend. Ich glaube, wenn wir 3 Puzzle erledigt haben, da können wir durch das Tor gehen. Aber dieses verdammte Labyrinth geht, ist so merkwürdig einfach, dass ich gar nicht weiß, wo ich überhaupt lang gehe. Oh mein Gott. Dieses dumme Schwein, hör auf. Oh mein Gott, ich bin so tot. Oh, verdammt, da ist er. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Oh Gott, du dummes, dämliches Schwein. Jedes Mal. Oh, schön, schaut mal, wer mich hat. Wirklich perfekt. Alter, von letztem Spiel, dieses Mal habe ich 3 Papierflieger bekommen. Also, wenn ihr einen Garten habt, habt ihr dann auch so Papierflieger einfach so zufällig da liegen? Oder ist das so gerade untypisch, dass man sowas hat? Oh, hier ist noch einer. Was zum Teufel? Jetzt kann mich gar nichts mehr aufhalten, außer Sirenhead, der mich immer wieder jagen wird. Und der lässt Labyrinth hier, weil ich habe keine Ahnung, wo ich langlaufe. Fisch. Da ist er. Ich kann nicht irgendwie abhauen, sodass ich keine Papierflieger werfen muss. Ich weiß, ich habe 4 Stück, aber es ist besser, wenn ich alle 4 behalte. Außer es geht halt gar nicht anders. Warte mal, Sirenhead macht Geräusche als Radio und er redet mit mir als Radio. Okay, das ist crazy. Oh nein, das verstehe ich nicht. 2, wo soll das hin? Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Das ist 4. Das heißt, das muss 2 sein. Ich habe Angst, dass er kommt. Dann blau, wenn das 3 ist, das ist 2. Das heißt, blau ist 3. Warte, 1, 2, 3, 4? Nee. Ich bin schlecht in sowas. Vor allem, wenn ich unter Druck bin. Aber das ist auf jeden Fall 2. Okay, das ist dann 5. Das blaue ist 5. 2, 5, 4. 3, 2, 5, 4. Kann ich mir das merken? Ich weiß es nicht. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Warte, was ist da irgendwas? Oh, da ist irgendwas. Ich habe keine Zeit, um da hinzugucken jetzt, weil ich muss abhauen. Er ist in meiner Nähe. 3, 2, 5, 4. Okay. Kann man sich, glaube ich, merken. Warte mal, ist das letzte Puzzle? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, scheiße. Werf das. Geh da lang, genau. Mach das, mach, ist das das letzte Puzzle? Ist das. Ich. Nein! Hier war ich schon. Kacke. Scheiße, von wo komme ich denn überhaupt? Oh!
Okay, das ist neu. Warte mal, hier habe ich was gefunden. Komm schon, das eine Puzzle war so... Nein! Ah, hier war ich auch schon. Ich habe alles erwartet, aber nicht, dass irgendeine Hand da raus sagt. Lass mich raten, das ist genau dasselbe Puzzle wieder, oder? Oh mein Gott, was ist das hier? Das kann ich doch so gut. Oh mein Gott, wir haben drei Puzzle. Finde das Ende. Oh nein, da kommt das Schwein. Verdammt, halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Wo war nochmal der Ausgang jetzt? Ach, da hinten. Ist das das weiße Licht, oder? Oder ist der Eingang? Okay, warte mal, wenn ich in die Richtung gehe, ist dann der Ausgang. Und die Frage ist, kommen mehr Jumpscares, wenn ich drei Puzzle gemacht habe? Ich glaube, die Antwort ist ja. Aber das Spiel hat ja mehr Chapter, deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir unsere Eltern dann so auch nicht so leicht finden. Ich will immer noch keine Papierflieger verschwenden, es sei denn, ich muss. Ich vertraue mal diesem Licht. Ja, 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 warte, wir kommen näher. Wir kommen auf jeden Fall deutlich näher gerade. Da lang? Oh mein Gott, ist das der Ausgang? Oh! No! No! Oh! No! No, no, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No! Tag 2. Oh mein Gott, Tag 2. Gott sei Dank. Was? Wach auf, Matt. Er ist nicht echt. Also wenn ich jemanden sehe mit so einer Liege hier in seinem Haus, dann weiß ich ja, was stimmt mit der Person nicht. Also anscheinend träumen wir nur, ich verstehe, aber es geht anscheinend sogar noch weiter, aber das reicht mich. Ich war gerade schon geschockt, ich dachte, ich habe es doch nicht geschafft. Okay, ich werde das Video vorher erstmal stehen lassen. Ich werde das komplette Spiel wahrscheinlich nicht so spielen, aber es ist ein sehr interessantes Spiel auf jeden Fall. Kann man sich auf jeden Fall geben. Also lasst doch noch oben für mehr Videos, abonnieren kostet, um keine Videos mehr in Zukunft zu passen. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!